Hallöchen Leute und willkommen zurück hier bei der Rallye in Deutschland. Und ja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir schauen uns nochmal den Gesamtstand an hier in der Rangliste. Wir haben 14 Punkte Rückstand auf Sebastian Loeb. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zweimal die Rallye gewinnen, wenn er Zweiter wird. Oder hoffen, dass er einmal gar nicht ins Ziel kommt. Das wäre es sowieso gewesen. So wie bei dem Kubica so ähnlich, als der mal gar keine Punkte geholt hat. Und wir erst noch gezittert haben und danach waren wir quasi schon durch. Ja, das wäre natürlich der Hammer, wenn der es einmal nicht packt, Zweiter zu werden oder komplett rausfliegt mal. Naja, da können wir uns aber nicht drauf verlassen, sondern wir müssen jetzt die nächsten, ja, zwei der nächsten drei Etappen müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, am besten alle, damit wir bloß es nicht mehr zu spannend haben. Also jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir am Anfang wieder so ein bisschen aufholen. Und bei der nächsten, also ja, quasi in zwei Folgen dann bei der Rallye dann vorbeiziehen können. So, 4 Kilometer, endlich mal wieder ein bisschen Asphalt. Hatten wir wirklich extrem lange nicht mehr. Und ja, ich glaube seit Monte Carlo, seit der ersten nicht mehr. Und ja, Sauertal. Also es sind hier extrem viele Serpentinen, da müssen wir wirklich aufpassen. Das kommt einem auch ein bisschen mehr vor, als es hier auf der Karte zu sehen ist. 4 Kilometer lang und wir haben hier schon gute Ergebnisse gezielt, das weiß ich. Und das werden wir schon irgendwie packen. Die Rallye-Strecke in Deutschland besteht zum größten Teil aus Asphaltpisten sowie einigen Offroad-Abschnitten. Die Fahrer müssen also eine ebenso präzise wie aggressive Fahrweise an den Tag legen, um diesen unterschiedlichen Untergründen gerecht zu werden. Gut, dann geht's los. Und auf geht's. Rechts 3, dann links 3, dann rechts 3, sehr lang, 40. Hier kann man natürlich gleich einen ganz anderen Reifen fahren. Dann links 3. Weil man halt doch ein bisschen mehr Grip hat. Aber das macht es halt auch irgendwie so ein bisschen schwieriger. Mal ein bisschen weit rausgekommen, aber ist noch völlig in Ordnung. So, und bisher super rumgekommen hier. Was? Nur 23 Hundertstel? Da habe ich aber schon die zwei vorne gesehen und nicht in der Mitte. Oh Mann, ey. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir hier 2 Sekunden vielleicht schon Vorsprung haben. So, jetzt vielleicht im zweiten Sektor, der war auch sehr gut. Auch nicht. Boah, Mann, wie stark ist die Konkurrenz denn? Das gibt's ja gar nicht. Ja, bei den anderen Rallyes konnte man da wunderbar schneiden, aber hier geht's nicht mehr, weil die zu schnell sind. Links 3, Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse öffnet sich. Links 4. So, nächster Sektor. Dann rechts 3. Was? Rückstand? Boah, das darf ja gar nicht sein. Vorsicht. Rechts 3, in A-Nadel links. Handbremse, dann rechts 3. Links 3. Boah, dass das so eng hier zusammen. In rechts 3. So eng hier ist. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Abhang außen. Rechts 3. H-Nadel rechts. Dann H-Nadel links. Handbremse. Links 4. In rechts 3. Verengung. Ah, Alter, ist das knapp. Der Zehntel hier. Dann links 3. Und H-Nadel rechts. Handbremse. Rechts 5. Und H-Nadel links. Handbremse. In rechts 4, Verengung. Dann links 3 und links 3. Rechts 3,
Vorsicht! Schikane links, rechts, dann Haarnadel rechts. Handbremse. Links 3, dann rechts 3. Ah, da ist eine Stelle für die Rückblende. Schikane links, rechts, dann Haarnadel rechts. Handbremse. Links 3, dann rechts 3. In Haarnadel links. Handbremse. Vorsicht! Haarnadel rechts und Haarnadel links. Handbremse. 40. Rechts 3, in links 3. Rechts 3, in links 3. Ziel. So und jawohl, wir müssten die erste Etappe gewonnen haben, aber das bringt uns gar nichts, wenn wir nur minimalen Vorsprung haben. Oh, guck mal hier. 2,3 Sekunden am Ende dann doch noch. Aber wie knapp war das denn die ganze Rallye lang? Alter, die ganze Etappe bis zum Ende war es wirklich immer nur mal maximal eine Sekunde oder so. Hammermäßig. Alter Falter, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, zweite Etappe. 3,4 Kilometer, ja, verstaubter und trockener Asphalt. Alter Falter, und wahrscheinlich wird es hier auch wieder so knapp werden. Na gut, 2,3 Sekunden ist da bei sowas schon mal ein richtig gutes Polster. Aber die sind auch schnell mal weg, wenn man mal nur mal einen kleinen Fehler macht. Also jetzt war ich eben wirklich extrem konzentriert. Und wir sind auch super rumgekommen. Normalerweise hätten wir bei sowas immer so 10, 12 Sekunden Vorsprung rausfahren können. Na gut. Wir sind auf jeden Fall top in Form in dieser Folge und so soll es doch jetzt weitergehen. Rumänische Flaggen hier? Was geht da denn? So, auf geht's. Rechts 2, links 2. 60. Schikane rechts, links. Nicht schneiden. 80. Was? Nicht schneiden? Natürlich, Junge. Da sind wir schon super durchgekommen. Links 3, in links 2. Vorsicht! Abzweigung rechts abbiegen. Schikane links rechts. Links 5. In Haarnadel rechts. Handbremse. Links 4. Wow. 3. Mauer außen. 1,3 Rückstand. Wahnsinn. Und links 4. Verengung. Haarnadel rechts. Handbremse. Dann Haarnadel links. Handbremse. Vorsicht! Schikane rechts links. Rechts 4, in links 6. Rechts 6, dann links 2, Zaun außen. Abzweigung rechts abbiegen. Dann links 4, lang. Rechts und vor. Na, ganz dünner 3, Rückstand, aber wir haben ein bisschen 3, was aufgeholt. Rechts 3, 40. Mittig halten. Sprung. Links 4. Rechts 4, Zaun außen, 40. Rechts 3, in links 3, dann rechts 3. Vorsicht, Abzweigung links ab. Handbremse, rechts 4, Schikane links rechts. Ja, der Vorsprung ist wieder kleiner geworden, aber minimal nur. Der Rückstand. Vorsicht. Dann rechts 3, 40. In rechts 3. Schikane links rechts. Vorsicht, Abzweigung links ab, barriere außen. Was hat das Auto denn da gemacht? Da habe ich Handbremse. Hier, in dem Moment habe ich Handbremse gemacht und wollte ganz normal rüberlenken und dann zack, fährt er bitte wieder gerade. Da müssen wir wohl ein bisschen heftiger auf die Handbremse hauen. Boah, also gerade. Dann rechts 3 und links 2. Dann rechts 6, in Haarnadel links. Handbremse. Rechts 3, dann links 3, 40 und rechts 3. 2 Sekunden? Wo kommt die denn her? Rechts 4, Schikane links rechts. Links 2, dann rechts 2. Links 2, Steine aus. Dann Schikane links rechts. Links 6, in rechts 3. Dann links 4, öffnet sich. Geschafft. Und haben wir am Ende vielleicht noch mal ein bisschen was rausgefahren.
So, gucken wir mal. Ja, zweiter. Ja, da haben wir am Ende nochmal 1,5 Sekunden wieder gut gemacht. Verlieren hier 62 Hundertstel, aber das ist ja völlig in Ordnung. 1,7 Sekunden hier, das ist schon für die Verhältnisse, die wir jetzt zuletzt hatten, ist das schon richtig gut. Weil wir hier meistens dann immer 10 Sekunden hatten, hinter denen wir dann hinterherlaufen müssen. So ist es richtig knapp. Und jetzt haben wir ja nochmal die Möglichkeit, unser Auto hoffentlich komplett zu reparieren. Also, wir haben ja nicht wirklich viele Unfälle gemacht. Also, das sollte eigentlich machbar sein, dass wir das komplett reparieren können. So, fangen wir mal hier an. 25 plus 10 plus 6 plus 16. Aber wie? 3 Minuten noch und in den 3 Minuten, was können wir da noch machen? Ein Eis essen? Ja, alles klar. Gut, dann dritte Etappe. Letzte Etappe jetzt für diese Folge. Und 4,4 Kilometer. Ja, das sind wieder einige Serpentinen, die ich hier sehe. Das ist aber gut, weil da kann man, na, da kann man auch Zeit verlieren, aber nicht so viel wie in diesen ganzen schnellen Kurven, wo man wirklich Eier haben muss, um da wirklich durchzupreschen, auch wenn man keine Rückblende mehr frei hat. Die Eier suche ich immer noch und ja, wir sollten zusehen, dass wir den Vorsprung aufrechterhalten, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Das wäre nicht so schlecht. So, auf geht's. So, rechts 3, in links 3. Rechts 4, in links 3. Vorsicht, Anlage rechts, Handbremse. Ah, den Baum kennen wir. Scheiße. Ja, jetzt haben wir auch keine Rückblende mehr. Ich wollte gerade sagen, aber das war auch ganz schön knapp, oder? Ah, wie bitter ist das denn? Da wären wir fast rumgekommen. Da waren wir eigentlich schon. Eigentlich haben wir den gar nicht berührt, oder? Wo denn? Wo ist denn da hier der Kontakt? Hä? Wo ist denn der Kontakt? Klare Schwalbe. Vorsicht. Fahrnadel rechts. Naja, ärgerlich. Okay, müssen wir abhaken. Dann brauchen wir eigentlich einfach gar keine andere mehr und dann packen wir auch so irgendwie. So, erster Sektor macht 1,7 Sekunden Vorsprung. Das ist schon mal sehr gut. Das wollte ich auch sehen. Links 5, dann rechts 5, Vorsicht, Abzweigung links ab, Handbremse, links 5, in rechts 3, dann links 3, Mauer in, rechts 4, lang, Vorsicht, Abzweigung links ab, Handbremse, in Hanade rechts, links 6. Oh, und wir fahren hier einen ganz heißen Reifen gerade. Da müssten wir den Vorsprung eigentlich mit vergrößern, vielleicht sogar verdoppeln können. Ja, hätten wir auch, wenn wir da nicht nochmal gegengekommen wären. Rechts links und Haarnadel rechts, Handbremse, links 5 und Haarnadel links, Abhang aus, rechts 6, dann links 6, in Haarnadel rechts, Handbremse. So, langsam werden wir doch wieder warm hier. Links 6, in rechts 6. Boah, wenn ich jetzt Jim Kana fahren würde, ich würde alle Highscores brechen, glaube ich. Und da gerade so ein Feeling für dieses Driften. 4 Sekunden, ja Wahnsinn. Genau so soll es sein. Rechts 4, scharfe Kurve, dann links 3, dann rechts 2, Zaun innen, links 2, dann rechts 2,
Mittig halten. Links 5, starte Kurve 3, lang, rechts 3, rechts 2, Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen, Handbremse, dann links 4 und rechts 3, scharfe Kurve, nicht schneiden. 4,8, Vorsprung wird größer. In links 3, in Haarnadel rechts, Handbremse, dann links 4. Wow! Shit! Das kostet bestimmt 1,5 Sekunden. Und links 2 und rechts 2. Aber es ist trotzdem noch in Ordnung, wenn wir nicht noch mehr verlieren. Vorsicht. Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. Schikane links rechts. Dann links 3 in rechts 2. Verengung. Schikane links rechts in links 4. Geschafft. Ah, super, das Ende war nochmal richtig gut. Also, ich schätze mal, 5 Sekunden können wir hier haben, trotz des Fehlers. Vielleicht 4,5 oder so. Ja, 4,38, wunderbar. Das hat sich mal richtig gelohnt, Leute. Also, wir sind hier nach 3 von 6 Etappen, sind wir 6 Sekunden vorne. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir diese Rallye hier auch gewinnen werden. Auch die letzte Etappe, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und dann geht's richtig um die Wurst. Also, bis dann.